Schäuble, unser Finanzdiktator. Er will ein Häuschen zwangsbeleihen. Schulden von Staat und Banken, die sollst du bezahlen. Der ESM macht dich bereit. Unverteilen, einander zur Hilfe eilen. Wir sind das Volk. Alle Gestaltungsmacht geht vom Volke aus. Wir sollten uns dessen nur endlich mal bewusst werden und genau das tun. Ein alter Klassiker von uns, and anyway, the money is rolling, warum geht es? Und mit Jell, das ist ganz klar. She's lit on and up. Anyway, never needing any help. Mother was drunk and every night. I'll help mother, what don't she like? But the money is rolling. Es gilt halt darum, auch Einigkeit endlich mal auf die Reihe zu kriegen. Einigkeit in dem Sinne, dass die Menschen halt nicht mehr auf sich selber rumhacken und den Schuldigen im anderen sehen, sondern dass wirklich die neoliberale Politik endlich mal gebrandmarkt wird. Das ist wichtig, ey. Das sind nämlich die Ursache für den sozialen Missstand, der momentan hier herrscht. Und das finde ich, das fließt viel zu wenig in der öffentlichen Diskussion ein, dass halt diese neoliberale Globalisierungspolitik die Ursache dafür ist. Und dagegen muss man sich wehren. Man darf sich nicht gegen arme Hartz-IV-Empfänger oder gegen Minderheiten wenden. Das ist Quatsch. Das ist auch total unchristlich. Mal nebenbei noch erwähnt. Ich habe Religionswissenschaften studiert und in meinem Herzen schlägt natürlich dann auch immer ein wenig dieses mit. Wir wollen das behalten. Wir haben euer Geld. Wir haben eure Pinke. Jeder jagt nach dem Glück, jeder will was reißen, das Geld im Kopf, keiner will mehr hier bleiben. Jeder will hier raus, raus aus dem Block, doch wie soll das gehen, ohne festen Job? Stattdessen tickt man Ort und dreht seine Runden. Das Leben wird geprägt von Fremden, nass und tiefen Wunden. Das Blaulicht auf der Straße scheint durch mein Zimmer. Es wird nicht besser, nein, es wird nicht schlimmer. Reden auf die Scheine, hör auf mit dem Scheiß. Such dir eine Arbeit, denn nur so wirst du reich. Doch bei den meisten geht rein und sofort wieder raus. Selbst beim Verstecken, die Scheiße hört nicht auf. Die Scheiße fickt mein Kopf, die Lunge voller Smog. Asozialität regiert hier im Block. Und wer sagt, das Leben ist ein Kinderspiel? Wenn das wirklich ist, ist es mitzuspielen. Eure Macht zu brechen.
Zusammenschluss von 13 Bürgerhäusern. Aber warum heißt das Kölner 11? Wir haben das seinerzeit gemacht, da gab es nur 11 Bürgerhäuser, die zusammengeschlossen sind. Wir machen Sozialarbeit, wir machen Kulturarbeit und so weiter und so fort. Und dann sind noch zwei dazugekommen, aber wenn man einmal in Köln auf die Zahl 11 ist, dann muss man drauf bleiben. Deshalb heißen es auch die 13 Bürgerhäuser immer noch Kölner 11. Das ist so, ja. Wenn es hier aber Umverteilen gibt, dann muss man auch mal sagen, was die Stadt Köln betrifft. Man kann ja auch ein bisschen hier umverteilen. Wo kann man sparen, ne? Also Köln ist die einzige Stadt, wo pro Einwohner eine Ampel gibt. Wir haben 1 Million Einwohner und 1 Million Ampel. Das ist in keiner anderen Stadt Deutschlands so viel. Und ich bin der Meinung, wenn man zum Beispiel die Hälfte absäbelt, so viele unsinnige Ampel, wie es hier in Köln gibt, es in keiner anderen Stadt. Es stimmt nicht, was der Spiegel online mal geschrieben hat vor Jahren. Die dümmsten Stadtpläner Deutschlands sind alle in Köln untergekommen. Das ist gut, das war jetzt ein Hamburger Magazin, aber okay. Ja, wunderbar. Aber schaut mal ganz kurz. Alleine nur, was auch ein guter Vorschlag wäre, endlich mal einen Baustopp in Köln machen. Erst müssen die Baustellen zu Ende gebaut werden, die angefangen worden sind. Dass nicht immer alles so ist, wie es jetzt bleibt. Ja? Wenn ihr zum Beispiel in die Linie 7 am Neumarkt einsteigt, Richtung Heumarkt fahrt, da ist auf der rechten Seite unten eine Baustelle. Die gibt es seit 1981, seit 32 Jahren. Und keine Sau weiß mehr, was da eigentlich gemacht werden sollte. Das ist so eine der Baustellen, wo man sagen kann, wo will ich, da sind die Bauzäune schon unter Denkmalschutz. Ne? Also, das ist ja so, normalerweise in einer Stadt wie die Biggi Wanninger, das mal von der Stuttgart so schön sagt, die hat gesagt, normalerweise in einer Stadt, da wird geplant, da wird gefragt, wer soll das bezahlen und dann kommt der Baubeginn. Bei uns ist das so, wir graben, wir bauen als erstes, dann zweites fragen wir, wer soll das eigentlich bezahlen, was wir hier machen? Und als drittes fragen wir, was wollen wir eigentlich hier machen? Protest ist nicht sinnlos. Das heißt, der Protest, der bereits stattgefunden hat, hat zu einer heftigen Diskussion in dieser Stadt bereits geführt. Und wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Die Veranstaltung hier in Köln ist unter anderem auch unterstützt von dem Künstler von Arschu, wie ihr seht, die die nächsten Wochen ab Montag für eine große Plakataktion nochmal ganz konkret darauf aufmerksam machen werden, dass die Sozialstrukturen hier nicht zerstört werden in dieser Stadt. Und erinnert euch, 80.000 Leute hatte man. Arschu hat versprochen, wir mischen uns ein, die mischen sich ein. Sitting on the mountain, thinking about my life so long. I was sitting on a mountain star.